Tja, nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von BMIK. Ja Freunde, ich gucke ja viele Videos auch von anderen YouTubern. Und da hatte jemand letzte berichtet über Gadgets an Motorrädern, die man nicht unbedingt braucht. Die ziemliche Blödsinn wären, so ungefähr. Und nannte dann einmal das Luftkontrollsystem, was ich ja hier auch dran habe. Und was mir in kürzester Zeit auch anzeigt, falls ich einen Druckverlust haben sollte irgendwo. Mal angenommen, fährst auf der Autobahn und Loch im Reifen, verlierst auf einmal schnell Luft oder so. Dann zeigt dir sofort das Ding an. Fängt an zu piepen und an zu blinken, wie verrückt, dass du Luft verlierst. Und du kannst schnell reagieren und an die Seite fahren, bevor du dich auf die Nase legst. Naja, ich halte das System für sehr hilfreich und nützlich. Und das funktioniert bei mir auch sehr gut. Das hat nicht viel gekostet. Ich war die 30, 40 Euro. Habe ich jetzt schon über 2 Jahre. 2 Jahre hat jetzt auch der Akku gehalten oder die Batterien in den Sensoren an den Reifen. Den anderen Akku kann man ja mal wieder aufladen im Gerät selber. Und also ich halte das Ding für sehr, sehr, sehr sinnvoll und bin auch froh, dass ich das System habe und mir damals zugelegt habe. Das zweite, was ich mir zugelegt hatte, ist der Kettenöler, den ich mir, bei meiner Inspektion auch noch habe anbauen lassen. Wieder den Cobra Kettenöler, den man selber betätigen muss. Mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Da gab es eben den einen YouTuber, der meinte auch, Kettenöler wäre auch Blödsinn. So nach dem Motto, muss man nicht haben. Ich finde, sollte man haben, vor allen Dingen, wenn man wie ich die Kette nicht reinigen und fetten kann. Ich habe keinen Bock, ich kann das Ding nicht aufpacken und fetten und reinigen auch nicht. Gesundheitlich schaffe ich das auch nicht mehr. Ja, und kann ich ja nicht jedes Mal zum Reinigen und Fetten in eine Werkstatt bringen. Ne? Wer soll das bezahlen? Und zum Kettenöler ist die einfachste Lösung. Da drehst du einmal am Rad und deine Kette wird gefettet und geölt. Naja, und Dreck bleibt eben durch das Öl auch nicht dranhängen. Jo, ganz schön kalt und windig. Tja, mit der leichtesten Drehung am Grip bis hier schon 10 km/h schneller. Mann, nun fahr doch mal rechts rüber, ey. Diese Mittelspurschleicher, wie ich die hasse, du. Wie ich die Idioten hasse. Tja, hier haben sie letztens auch Blitzer aufgestellt. Verlesungsbrücke, die 2 Jahre lang gesperrt war oder einspurig eingerichtet war. Muss man auch mittlerweile vorsichtig sein. Du musstest mich jetzt auch unbedingt noch vorher überholen, ne?
So. Im Dunkeln auf der Autobahn. Und dann noch bei der Kälte und dem Wind. Oh, Leute, Leute. Oh, da ist er wieder. Der Traktor, der hell erleuchtete. Geil, geil. Immer zu Weihnachten machen sie das, ehrlich. Jedenfalls dann Vollgas geben auf der Autobahn ist echt eine Mutprobe, würde ich sagen. Eben da den dritten, vierten, fünften bis über 200 ziehen. Dann hast du schon das Gefühl, der Wind pustet dich da gleich runter. Das ist echt ein Abenteuer, Wahnsinn. Heute und morgen noch haben wir 8 Grad. Ist einigermaßen fahrbar. Man sieht auch, die Fahrbahn ist noch trocken, halbwegs wenigstens trocken. Die Fahrspuren. Und dann dachte ich mir, das muss ich heute noch ausnutzen. Ich wollte eigentlich vormittags fahren, aber keine Chance. Es war wieder am Nieselregnen und zwar so nieselig, als wenn du einen Zerstäuber vor dir hast, der die ganze Zeit Wasser ins Gesicht zerstäubt. Also. Und dann siehst du auf der, dann siehst du durchs Visier auch nichts. Und das macht wirklich gar keinen Spaß zu fahren dann. Das ist der Hammer. Naja, und deswegen bin ich auch heute wieder erst abends losgekommen. Ich hoffe, die Aufnahmen werden einigermaßen, dass ich da auch was von gebrauchen kann. Gut in der Stadt und so. War es wahrscheinlich sowieso gut, aber hier draußen, wenn du nur ab und zu mal ein Auto vor die Nase fährt und du ein Rücklicht siehst oder wenn du höchstens mal ein Licht an der Straße hast. Ich habe zwar hier die Einstellung schon hochgedreht, damit man hier auch mehr sehen kann. Aber ob das wirklich hilft. Naja, ist eben ein Nachtvlog, ne? Ein nächtlicher Motovlog.